Und herzlich willkommen im Keller. Ich möchte mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Ist nicht dramatisch neu, also jetzt nicht sonst Wunder was wie was erwarten. Aber so also ein bisschen neu ist es dann halt eben doch. Und zwar, ich möchte ein bisschen mal auf die aktuelle Zeitungssituation eingehen. Habe hier drei Zeitungsartikel, die ich absichtlich nur ganz kurz durch die Kamera wedel, weil, ne, urheberrechtlich geschütztes Material. Und ich möchte daraus auch nur zitieren, habe nämlich Angst, den ganzen Artikel jeweils vorzulesen, auch wenn sie zum Teil recht kurz sind. Aber es gibt so ein paar Sachen, die kann man mal ganz gut ja, kommentieren, interpretieren, bisschen Dinge zu erzählen, denn es geht um Wolf und Wildschwein und beides habe ich schon länger nicht mehr thematisiert, hat aber beides durchaus interessante, na, sagen wir mal, Fortschritte für die jeweilige Art im Sinne von Lebensraumdurchdringung gemacht. Ob das jetzt als Fortschritt, also beziehungsweise als gut oder als schlecht zu werten ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, zu der ich auch gar keine Meinung habe. Das ist mir dann wirklich, da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um jetzt zu sagen, Wolf ist gut, Wolf ist schlecht. Ich möchte nach wie vor einfach ein bisschen kritisch hinterfragen, wie die ganze Situation gemanagt wird. Das gleiche gilt zum Wildschwein. Da möchte ich eher an was anderem ein kleines bisschen vielleicht vorsichtig mahnen. Kritik kann man es auch natürlich nennen, aber vorsichtig mahnen ist jetzt so die Wortwahl meines Vertrauens. Ich hatte noch einen vierten Artikel, leider habe ich den inzwischen verloren und habe ihn nicht mehr jetzt hier rumliegen. So, jetzt war, ich glaube, gestern. Lasst mich nochmal schauen. Was haben wir heute? Oh, vorgestern. Vorgestern war ein Artikel in der Zeitung. Will Wolf hier heimisch werden? Nabu berichtet von einer Sichtung. Amt ist skeptisch. Und Überschrift darf ich vorlesen. Das lässt das Zitat recht zu. Und im Wesentlichen geht es darum, dass ein Wolfspärchen bei mir quasi ums Eck mehr oder weniger gesichtet worden ist. Und zwar für diejenigen, die es interessiert, zwischen Muggensturm und Ettlingen. Brauche jetzt jeden, der nicht wirklich ganz nah aus der Umgebung kommt, wirklich nicht kratzen, aber in dem Bereich haben sie wohl angeblich eins gesehen. Dazu möchte ich jetzt auf Folgendes hinweisen. Wenn man solche Sichtungsberichte hört, dann muss man seriöserweise, deshalb ist das Amt auch skeptisch, immer so ein bisschen hinterfragen, was für einen Nachweis vom Wolf haben wir denn hier? Man kann da so verschiedene Kategorien unterscheiden, die haben auch Namen, aber grob gesagt ist, ich habe einen Wolf gesehen von irgendeiner Person der schwächste Nachweis, den es gibt. Es wird dann nämlich tatsächlich unterschieden. Hat derjenige, der einen Wolf, also derjenige, der sagt, ich habe einen Wolf gesehen, ist das A, irgendwer, ganz böse ausgedrückt jetzt, oder ist das B, nachweislich jemand, der einen Wolf vom Hund mit Sicherheit unterscheiden kann? Also sprich, ein Biologe, ein Förster, ein Jäger, so Leute, also halt jemand, geschultes Personal quasi. Der normale Wanderer, der von Beruf meinetwegen IT-Fachmann ist oder irgendwie sowas, der zählt. Das ist wirklich so, das ist nicht meine Meinung, das ist wirklich so. Der zählt quasi als Laie und dem traut man dann nicht unbedingt zu, dass er da irgendwie da wirklich was gesehen hat. Interessant sind solche Nachweise und um so einen handelt es sich hier jetzt. Erst dann, wenn sie vermehrt auftreten. Also wenn man davon jetzt 5, 6, 7 Stück in der gleichen Ecke hat, dann sollte man definitiv mal anfangen, da ein Spürteam vielleicht hinzuschicken, um mal zu gucken, ob die nicht eventuell da doch irgendwelche Fußstapfen oder ähnliches finden. Denn Nachweis Kategorie 2 ist entweder eine Sichtung durch Experten, also schon ein besserer Nachweis, also jemand, der das wirklich dann auch der Wolf gesehen hat und sagen kann, das war mit Sicherheit ein Wolf. Das sagen die hier auch. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein paar, also wie kann man einen Wolf vom Hund unterscheiden? Das steht ja auch so in der Zeitung. Die wesentlichen Merkmale, die man relativ schnell sehen kann, ist erstmal die langen Beine, der relativ hohe Körperbau. Die sind auch meistens ja eben relativ schlank und gelbe Augen.
Also das Augeninnere fast immer gelb, also nicht immer, aber fast immer. Das ist ja beim normalen Hund, beim Hund jetzt auch nicht so oft der Fall, bis selten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und eine vergleichsweise helle Fellfärbung. Also einen schwarzen Wolf, die sind sehr, sehr, sehr selten, gerade bei uns hier in der Gegend. Die sind meistens doch ziemlich, ja, hell eben. Und nicht einfarbiges Fell, sondern schon auch mit eben gewissen, oh, wie nennt man denn das? Na, Streifen sind drin, Unterschiede, der Rücken ist vielleicht ein bisschen dunkler, Brust vielleicht ein bisschen heller, solche Sachen halt. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie der Fachausdruck dafür ist. Aber das wären so ganz wesentlichen Merkmale. Außerdem sollen die Tiere, die da gesichtet worden sein, sich sehr scheu verhalten haben und sich auch ein bisschen in der Vegetation versteckt haben, also so halb in Deckung, und nur, und dann auch relativ schnell Reißaus ausgenommen haben. Und es waren halt eben zwei, das ist so der Knackpunkt. Aber zurück zu diesen Nachweisen, auf die ich hinaus wollte. Wenn es, wie gesagt, eine Expertensichtung gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, das ist jetzt schon ein ganz guter Nachweis. Wenn es eine Spur gewesen wäre, eine Fährte im guten Zustand, da kann man auch schon ziemlich sicher sagen, das ist noch kein sicherer Nachweis, aber auch schon ein sehr guter, also so Kategorie 2 quasi, dass das schon recht realistisch ist, dass hier jetzt auf jeden Fall ein Wolf unterwegs war. Sichere Nachweise sind dann aber nur und ausschließlich, wo man wirklich sicher sein kann, hier war ein Wolf-DNA-Nachweise. Das kann über Kot, Fell, Risse, ja, oder halt eben ein Totfund, was leider sehr häufig der Fall ist. Das heißt leider. Ist halt häufig der Fall. Man muss bei diesem Thema wirklich aufpassen, dass man die Wertungen mehr oder weniger rauslässt. Aber Totfunde sind so mit der häufigste fast DNA-Nachweis, den wir zumindest in Baden-Württemberg gehabt haben. Es gab nämlich bisher 4. Und das ist auch was, was hier bzw. im anderen Artikel angesprochen wird. Wir haben jetzt bisher, da gucke ich kurz mal in den anderen Artikel rein, dass ich da nichts Falsches erzähle, 2 auf der Autobahn getötete Tiere. Ein erschossenes Exemplar im Schluchsee, also hinter Freiburg, im Schwarzwald, und die Tötung von Schafen durch einen Wolf im Landkreis Heilbronn. Das ist auch nachgewiesen, weil sobald er was gerissen hat und man findet die Leiche vom Gerissenen, dann kann man quasi am Riss, also am Biss, an der Bissstelle, vorsichtig ausgedrückt, kann man eine Speichelprobe entnehmen. Und wenn man da das Gewebe analysiert, findet man halt zweierlei DNA, einmal vom Schaf, und einmal von demjenigen, der Schaffresser hat. Und das war in dem Fall definitiv ein Wolf. DNA-Nachweis ist immer wunderbar. Und Fellreste, also Haare in irgendeiner Form, enthalten ja auch anhand durch die Haarwurzel. Meistens, es gibt auch so sehr eklige Situationen, da findet man zwar Haare, aber die haben keine Haarwurzel mehr, dann wird schon wieder ein bisschen schwierig mit dem DNA-Nachweis. Geht ja heutzutage auch. Aber früher wäre das noch ein Problem gewesen, egal. Jedenfalls, das wäre dann ein sicherer Nachweis. Und diese 4 Tiere, die sind jetzt bisher bestätigt. Mehr sind es meines Wissens nicht, wenn ich jetzt keins übersehen habe. Und jetzt kommen halt eben die dazu, die man da gesehen haben möchte. Jetzt gibt es dazu Meinungen, und zwar ja, also kurz gesagt, der Nabu ist begeistert und freut sich und jetzt sind hier Wölfe und klingt optimistisch. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und vom Amt sagt jemand, ich will jetzt auch gar keine Namen nennen, einzelne Wölfe wandern durch Baden-Württemberg, das ist bekannt, stimmt. Eine Paarsichtung gab es bisher nicht, stimmt. Das wäre schon toll. Und ich muss zugeben, da muss ich mich ein ganz kleines bisschen von der Begeisterung jetzt doch anstecken lassen, auch wenn ich versuche, möglichst neutral mit dem Thema umzugehen. Aber das wäre bei mir um die Ecke. Nur in Extremfällen wäre der Wolf dem Menschen gefährlich, etwa in richtig harten Wintern, die wir ja nicht mehr haben. Das ist auch nochmal ein kleines Statement zur Gefährlichkeit vom Wolf, das man hier nochmal nachlesen kann. Und das stammt jetzt in diesem Fall vom Nabu. Nicht vom Amt. Stimmt natürlich trotzdem, selbstverständlich ist das richtig, da gibt es nichts auszusetzen. Interessant an dieser Wolfssichtung ist, möglichen Wolfssichtung, sage ich jetzt mal, ist jetzt nämlich Folgendes. Die Stelle, wo die entdeckt worden sind, dieses Gebiet zwischen Ettlingen und Muggelsturm, das ist ein erstaunlich
gut geeignetes Habitat für Wölfe, wenn man sich mal anguckt, wo in Deutschland denn bisher sonst so größere Wolfsvorkommen vorkommen. Und wenn wir hier in der näheren Umgebung eine Region haben, die so ein bisschen wie die Lausitz aussieht, also insbesondere dieser Truppenübungsplatz, der ja wirklich das Wolfseldorado, das deutsche Wolfseldorado schlechthin darstellt, dann ist es tatsächlich so, also meiner bescheidenen Meinung nach, wirklich diese Region. Und deswegen bin ich vorsichtig, optimistisch darf ich jetzt wieder nicht sagen, der Meinung, dass das schon stimmen könnte, dass das also tatsächlich möglicherweise wirklich ein Wolfspärchen gewesen ist, weil zwei verwilderte Hunde, die wolfartig aussehen, die sich scheu verhalten und in einem wunderbar wolfsgeeigneten Gelände sich rumdrücken. Bin ich mir nicht sicher, ob das realistischer ist als das Szenario, dass es tatsächlich Wölfe gewesen sein könnten. Und ja, gesunde Skepsis ist durchaus angemessen, aber oh, wie groß, wie interessant wäre es, wenn das erste Wolfsrudel Baden-Württembergs quasi mehr oder weniger bei mir vor der Haustür sich heimisch fühlen würde. Das wäre natürlich schon interessant. Interessant, sage ich jetzt, ne? Also, mir geht es da so ähnlich wie dem Wolfsexperten vom Amt, der da so in einem Nebensatz, das wäre schon toll, mal eben kurz darauf hinweist. Man muss natürlich immer mit solchen Zitaten, die aus dem Zusammenhang gerissen sind, gerade eben in Zeitungen oder sonstigen Medien, immer so ein ganz kleines bisschen vorsichtig sein. Da darf man jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren und schon gar nicht zu viel dran rumnörgeln. Das auf keinen Fall, weil es ist ja immer nur so einzelne Sachen, die aus dem Zusammenhang gerissen sind. Ich bin auch schon mal ziemlich unglücklich in der Zeitung zitiert worden. Deswegen bin ich da einfach generell ein wenig vorsichtig. Ja, also das ist dieser eine Artikel jetzt und die ersten Meinungen dazu halt beim NABU selber wurde das gemeldet, dass man das wohl gesehen haben soll. Das ist auch nicht falsch. Das soll vielleicht noch eine gute Information für euch, weil der NABU ist tatsächlich so eine der zentralsten Stellen, wenn es darum geht, ein deutschlandweites Wolfsmonitoring zu machen. Natürlich sind die politisch nicht unvoreingenommen, die wollen Wolf, die möchten den ja haben. Bekanntlich, also ein klares Pro-Wolf, aber nichtsdestotrotz versuchen sie das schon, gehe ich mal schwer von aus, so wissenschaftlich wie irgendwie möglich durchzuziehen, ihr Wolfsmonitoring. Und das ist halt eben der springende Punkt, ist, dass der NABU nicht Bundesland technisch begrenzt ist. Das sonstige Wolfsmonitoring findet nämlich über die Länder größtenteils statt. Und das ist ein Problem, generell ein Problem in der Wissenschaft in Deutschland, insbesondere in Wissenschaft, die über größere Flächen stattfindet, sprich die Forstwissenschaft, dass die Länder jeweils ihr eigenes Ding machen dürfen. Und das führt dazu, dass es manchmal saumäßig schwierig ist, zum Beispiel ja, einfach nur bundeslandübergreifende Forschung zu betreiben. Beispiel aus der Bodenkunde. Die ostöstlichen, ja, die ehemaligen Ostdeutschen, die neuen Bundesländer, neue Bundesländer, das Wort habe ich gesucht. Niemanden diskriminieren hier, versuchen möglichst politisch korrekt zu sein. Die neuen Bundesländer haben ein ganz anderes System zur Klassifikation der Standortgüte, wie zum Beispiel Bayern. Und manche anderen Bundesländer haben noch mal wieder ein bisschen was anderes. Und das führt einfach dazu, dass wenn jemand Böden untersucht in Sachsen zum Beispiel und das alles schön aufschreibt, welche Eigenschaften die Böden haben, dann kann der Bayer damit erstmal überhaupt nichts anfangen, wenn der irgendwelche bayerischen Böden mit sächsischen Böden vergleichen möchte, weil das ein ganz anderes System ist. Das muss man dann erst sehr umständlich quasi umrechnen. Und wenn man was umrechnet, dann gibt es automatisch dabei noch diverse Fehler, Angleichungsfehler und so weiter und so fort. Und das erschwert die Wissenschaft doch sehr. Und das ist natürlich auch ein bisschen eben der Fall, wenn jedes Bundesland sein eigenes Wolfsmonitoring macht. Deshalb ist das schon wirklich praktisch, dass der NABU da bundeseinheitlich dasselbe System überall verwendet als, ja, muss man schon sagen, private Organisation, also non-governmental, NGO, ne? Ja, also das war der eine Artikel, das hat mich gefreut. Jetzt haben wir hier noch einen dicken, da geht es wieder um den Wolf. Zum Schluss geht es nochmal ums Wildschwein, aber jetzt mache ich erstmal einen kurzen Schnitt für mich, das ist nachher beim Schneiden, ne?
Oh, wir kommen zum zweiten Artikel. Der Wolf erhitzt im Plenum die Gemüter von Wolfgang Voigt und das ist ein Artikel aus der BNN, also Badische Neueste Nachrichten. Und das war beim Artikel eben übrigens auch der Fall. Und nur der Vollständigkeit halber, der ist geschrieben von Swantje Huse. Huse, Huse vermute ich, spricht man den Herrn aus. Ja. Das nur eben zu Zwecken des Urheberrechts, damit ja alles geklärt ist. Ich schreibe das natürlich auch noch hin, aber man kann es ja auch gleich mal sagen. Das ist dann doppelt gemoppelt und das ist mir in diesem Fall auch lieber. Grob gesagt geht es dabei bei diesem Artikel darum, dass der Landtag von Baden-Württemberg sich getroffen hat und mal diskutiert, wie man denn jetzt mit dem Wolf weiter verfahren soll. Und es scheint, so lese ich das hier, wohl im Wesentlichen darum gegangen zu sein, ob der Wolf ins Wild und Nein, Jagd- und Wildtiermanagementgesetz aufgenommen werden soll. So, was ich jetzt allerdings finde, ist, dass aus diesem Artikel nicht ausreichend hervorgeht, was das eigentlich bedeutet. Und da müssen wir jetzt nämlich folgenden kleinen Exkurs machen. Wenn ein Tier dem Jagdrecht unterliegt, dann darf es potenziell gejagt werden. Wenn ein Tier nicht dem Jagdrecht unterliegt, dann darf es auch überhaupt nicht gejagt werden. So. Und was bedeutet dem Jagdrecht unterliegen? Es steht in der Liste vom jagdbaren Wild im entsprechenden Jagdgesetz. Ist immer regional unterschiedlich, also je nach Bundesland. Gibt aber, glaube ich, auch eine generelle Liste im Bundesjagdgesetz. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Nicht so wichtig, es gibt jedenfalls landesspezifische Unterschiede, eben was in welchem Bundesland als jagdbares Wild gilt und was nicht. So, und der Wolf steht da nicht drin. Und jetzt ist die Frage, soll man den Wolf da reinpacken? Und das haben die wohl eben entsprechend diskutiert. Was würde das jetzt bedeuten, wenn man jetzt den Wolf da reinschreibt? Dann wäre er potenziell jagdbares Wild, also unterliegt dem Jagdrecht und damit gibt es die Pflicht, immer noch den Bestand vom Wolf wäre dann quasi wären die Jäger also quasi verantwortlich dafür, den Bestand vom Wolf durch Jagd zu regulieren. Soweit ist es dann schon mal fix. Das ist immer so. Das gilt für jede Art, die da entsprechend drin steht. Aber es ist überhaupt keine Frage, dass der Wolf dann sofort quasi als ganzjährig geschützte Art da aufgenommen würde. Also der bekommt keine Jagdzeit. Das ist also bei jeder Art, die zwar dem Jagdrecht unterworfen ist, aber selten so, dass die einfach keine Jagdzeit haben. Also die sind das ganze Jahr über geschont, sagt der Jäger. Und das wäre beim Wolf automatisch auch der Fall. Interessant ist jetzt allerdings bei dieser ganzen Diskussion, die sich der gute Landtag da gegeben hat, dass man den Wolf gar nicht ins Jagdrecht aufnehmen kann, weil der ist nach Bundesnaturschutzgesetz und, das ist nämlich der Knackpunkt, nach EU-Recht, also selbst wenn Deutschland sagen würde, wir wollen jetzt aber den Wolf abschießen, sagt die EU, nein, ist nicht. Also, keine Chance eigentlich. Also wirklich keine Chance. Da würde dann wahrscheinlich eine entsprechende Klage vom Europäischen Gerichtshof kommen. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Hintertürchen, dass das vielleicht möglicherweise dann doch noch politisch irgendwie machbar wäre. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb der Landtag darüber spricht. Aber eigentlich, wenn man jetzt die Hintertürchen politischer Art mal außen vor lässt, ist der Fall absolut eindeutig. Nach Bundesnaturschutzgesetz ist der Wolf definitiv strengstens geschützt. Den da der darf nur unter ganz seltenen super Sonderbedingungen quasi geschossen werden. Dazu kommen wir dann gleich noch. Das ist nämlich Thema dieser Debatte auch. Und eben nach EU-Recht gilt das für sämtliche EU-Länder. Also sprich, das ist auch in Polen so und in Griechenland und in Spanien und immer noch in Katalonien. Oh. Politik. Oh. Also Umweltpolitik, da mag ich mich ja zu äußern. Das mache ich auch gerade. Bei aller anderen Politik sollte ich eigentlich die Klappe halten, aber der kleine Seitenhieb auf Katalonien, der musste jetzt sein. Der ist, glaube ich, relativ unkritisch, wo ich jetzt keinen Ärger für kriege, hoffe ich. Habe ja nicht gesagt, ob ich das gut oder schlecht finde. So. Jetzt kommen wir mal zu besagten Artikel. Also, Landtag hat da eben getagt und es wurde die Frage diskutiert, Wolf rein ins Wildtiermanagementgesetz oder Wolf
weiterhin draußen lassen? Wie soll man damit verfahren? Wie geht man überhaupt mit der Situation um, dass es jetzt wieder Wölfe in Baden-Württemberg gibt, zumindest durchziehend? Ne? Also frühzeitig haben sie sich da quasi schon mal unterhalten. Das generell ist ja auf jeden Fall super. Da gibt es auf keinen Fall was gegen einzusetzen, meiner Meinung nach, einzuwenden. So, und zwar für ein aktives Management des Wolfes sind also die jeweiligen Minister und die jeweiligen Vertreter ihrer jeweiligen Parteien, und zwar folgende Parteien, CDU, FDP und AfD. So, also sprich, die wollen, dass der Jagd dem Jagdmanagement unterworfen ist. Dass die teilweise möglicherweise auch noch wollen, dass man ihn am besten sofort wieder sowieso abschießt, sobald er aufkreuzt, mag deren Meinung sein, haben sie so aber, glaube ich, naja, angedeutet, aber nicht gesagt. Das muss man ihnen vielleicht noch entsprechend zugute halten. Zumindest steht davon jetzt hier nichts in diesem Artikel. So, die Grünen sind natürlich dagegen, das war zu erwarten. Sprich, der soll halt weiter krass geschützt bleiben und gar nicht erst in die potenziell jagbare Ecke quasi gestellt werden. Und die SPD, die legt sich nicht fest. Auch eine Möglichkeit. Ehrlich gesagt, muss ich in diesem Punkt sagen, bin ich die SPD, weil ich möchte mich da auch nicht festlegen. Das ist so schwierig, so kompliziert, da wirklich jetzt, vor allen Dingen jetzt schon konkret sagen zu können, was macht man da, davon abgesehen, dass man es gar nicht kann, rechtlich gesehen, ne? Ihn da aufnehmen im entsprechenden Gesetz. Aber ob man das jetzt nun gut oder schlecht findet, ich habe da auch keine Meinung dazu. Also in dieser Hinsicht bin ich dann wirklich die SPD. So, die CDU findet das jetzt deswegen wichtig, dass der Wolf im entsprechenden Managementgesetz landet, weil sonst die ökologisch wichtige Beweidung von Flächen unterbleibt. Und das ist ja nun nicht ganz falsch. Also das muss man ja ganz ehrlich zugeben. Denn Wanderschäferei, die Höhenlandwirtschaft und die kleinstrukturierte Weidehaltung könnten da halt wirklich erheblich drunter leiden, wenn man da jede Menge Wolf durch die Gegend rennen hätte. Und ein anderer CDUler sagt, beklagt eine Wolfsverklärung sondergleichen, erfordert eine kluge und ideologiefreie Abwägung. So, also, dazu jetzt noch ein paar Sätze. Also erstens mal Tatsache, das ist wirklich so, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr diskutieren und das geben inzwischen, glaube ich, sogar die Naturschutzverbände zu. Wo der Wolf ist, ist Wanderschäferei ein Problem. So, und da muss man dann den Schäfer, soweit ist der Konsens, entsprechend gut dafür bezahlen, dass er halt sich leisten kann, entsprechende Wolfssicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Ist natürlich nicht Geld allein, was da dann entsprechend das Problem löst. Es ist auch immer noch eine emotionale Komponente dabei. Und das ist jetzt eben der zweite Punkt. Erfordert eine kluge und ideologiefreie Abwägung. Der Herr Abgeordnete, wie heißt er? Manuel Hagel. Jawohl. Von der CDU. Und das ist jetzt halt der springende Punkt. Meiner Meinung nach, und das darf ich jetzt hoffentlich so sagen, ist es Schwachsinn, beim Wolf eine ideologiefreie Abwägung haben zu wollen. Das geht mal überhaupt gar nicht. Das Tier ist Ideologie pur. Ne? Also das ist, als wollte man ideologiefrei über Religion diskutieren. Das ist nicht möglich. Kein Mensch kann ganz nüchtern eben sagen, gehört er jetzt nun hierher oder nicht? Beziehungsweise, wenn wir es ganz nüchtern sagen, ist der Aufwand, den Wolf in unsere Landschaft zu integrieren, extrem hoch. Wenn es überhaupt möglich ist, das ist es schon, aber dann eben nur unter enorm hohem Aufwand und es muss ideologisch bei der Bevölkerung da entsprechend auch der Wille dazu vorhanden sein, dass man dann halt sagt, okay, dann riskieren wir halt eben quasi vom Wolf gefressen zu werden, auch wenn das Risiko super, 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 super gering ist, sobald wir uns irgendwie aus der Stadt quasi herausbewegen und wenn unsere Kinder draußen spielen, dann riskieren auch die ein minimales Risiko vom Wolf gefressen zu werden, ne? Und keiner kann die Garantie geben, dass dieses Risiko nicht existiert. Das gibt's nicht. Man kann aber auch nicht sagen, sobald das Kind vor die Tür geht, wird's vom Wolf gefressen. Das ist völlig überzogen. Und eben diese Sache, ne? Also diese nüchternen Zahlen, die reine Statistik besagt, geht, ist aber teuer. Und jetzt ist die Frage,
Biodiversität. Ah ja, also von der SPD kommt, der Wolf sei ein Lackmustest, ob wir Artenreichtum wollen. Und das ist jetzt auch wieder so eine Frage. Also wenn man es versucht, ideologiefrei zu sehen, der Wolf ist eine zusätzliche Art. Jetzt gibt es mögliche Folgen, die ein wieder aufkommender Prädatorendruck auf zum Beispiel die Rehwildpopulation haben könnte, dass das in irgendeiner Form dann vielleicht auch noch anderweitig an anderen Orten eventuell eine positive Wirkung auf die sonstige Biodiversität haben könnte. Allerdings weiß man das noch nicht so hundertprozentig. Das ist ja eben so das Problem, gerade bei diesen Artengeschichten, ne? Nimmst du Art A raus, nimmst du eventuell fünf anderen Arten das Futter weg und die sterben dann auch. Diese genauen Rückkopplungen und welche Arten dann nämlich noch sterben, weil die anderen fünf ohne Futter gestorben sind und dann fällen irgendwelchen Bäumen oder irgendwelchen Pflanzen die Bestäuber und so weiter und so fort. Diese ganzen Rückkopplungen, das ist unglaublich schwer vorher sagen zu können und das gilt halt eben auch so ein wenig für den Wolf. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist der Wolf wieder da, haben wir eine Art mehr, eine ökologisch wichtige Art, weil es mal ein Prädator, ein Großpredator wäre, der halt eben dann größere Tiere auch jagt und frisst. Und das gibt's halt bisher gar nicht. Wäre also, wenn wir ein naturgerechtes Ökosystem haben wollen, und naturgerecht meint in diesem Zusammenhang so, wie es sich wahrscheinlich eingestellt hätte, wenn wir nicht dazwischen gefunkt hätten und halt sämtliche Großpredatoren erlegt hätten, dann brauchen wir den Wolf, wenn wir das wollen. Und ob wir das wollen, das ist eine ideologische Frage. Das kann man gar nicht ohne Ideologie klären. Naturwissenschaftlich ist es interessant, aber auch die Frage, ob eine, so wie die Natur sie haben möchte, Natur eine bessere Natur ist als eine Natur, die von uns gemanagt wird, wo bestimmte Dinge ohne das Management anders ablaufen würden, das ist auch nicht abschließend geklärt. Auch das ist eine ideologische Frage. Man kann nämlich eben jetzt nicht sagen, eine gemanagte Natur ist eine schlechtere Natur. Das kann man nicht per se sagen. Man kann Fakten aufzählen, die in einer gemanagten Natur unter Umständen zu Dingen führen, die wir als Mensch als schlecht bewerten würden. Aber es gibt ja keine Wertungskomponente in der Natur. Deswegen ist diese Forderung nach einer ideologiefreien Abwägung so völliger Blödsinn. Das geht gar nicht.